Oh, ich hab so ein OP-Fratze da getötet. Vorsicht. Ich glaube, das muss ich zensieren. So, da vorne ist der Eingang schon. Was würdest du dann noch... Guck mal, ich habe 20 Punkte auf Medizin. Das ist ja erstmal schön. Das... Ja, Level 20 bist du da richtig. Ich weiß aber auch nicht mehr so richtig, was ich momentan leveln sollte. Also nehme ich das mal, weil ich echt mal wieder Leben brauche. Aha. Ich mach das noch weiter. Ich einfach noch alles bisher auf 5 Punkte hochgebracht. Alles, ja, was ich hatte. Einfach damit, weißt du, alles so ein bisschen wenigstens. Hm. Und dann werde ich es aber auch so machen, dass ich was nur spezielle Sachen. So, und hier ist jetzt das Viertel, das wir wollen. Das hier. Fangen wir einfach direkt auf der Ecke an, ne? Ich glaube nicht, dass wir die Tür einbrechen müssen. Es ist Tag wie viel? 23, okay. Ich gehe mal Toilette rein. Du gehst mal Toilette rein? Ich gehe mal Toilette. Die Toilette ist voll abgeschlossen. Voll scheiße. Wo ist meine Steinaxt da? Tausch, tausch. Und, ja, ich greife es mit der Bandage an. Ich habe einen Nagel gefunden. Safe! Cool. Und ich bin drin. Ui. Oh Gott. Ja, ich komme. Kann ich nicht alles nehmen? Shotgun, Shotgun, Warte, lass mich die Sachen nehmen, weil ich kann genau, die ja zusammenbauen. Mach du deinen Waffenspaß da. Ich gehe schon mal eine Etage höher. Ja. Ich schlag erstmal grundsätzlich auf Türen ein, gucke, ob sie dann noch, gucke dann, ob sie aufgehen. Nee, Südwesten muss ich gucken. Ah, in der Richtung. Okay, die Ruine. Parkhaus, zwei Ruinen und ein Parkhaus noch. Es ist gerade stockduster. Ja, ich weiß. Ich finde die Leiter nicht wieder. Wo war sie denn? Ja. Ah, hier. Vor sich ist ein Loch. Mitten auf der Kreuzung ist ein Riesenloch mit Wasser unten drin. Ah. Cool. Oh. Eine Leuchtelampe, Kopf. Weiß schon. Wie viel, in welchem Zustand? 600. Ah, das ist gut. Also eine gute. Du darfst. Ich sehe die Waffenspezialistin. Hast du Holz dabei? Negativ. Na gut, ein Stück Holz ist. Hier bleiben. So. Hier ist das Parkhaus. Sollen wir einfach mal reinhüpfen? Ich glaube, das geht. Oi. Ja, du sagst es, Autos, jede Menge Autos. Aber wenn die immer das gleiche haben, ist das ja halb so schlimm, ne? Ja. Oh, hier liegt ein Kühler. Cool. Den, kannst du den tragen? Ja. Eins habe ich jetzt zerlegt. Ich dachte, wir zerlegen alle Autos. Oh, ich höre einen Hund. Okay, da war ein Hund. Ich kümmere mich um den Zombie. Da sind zwei. Jetzt ist noch einer. Da sind drei, okay. Zwei, eins. Oh, die haben eine super Abschusshöhe hier. Oh, das sind mehrere, okay. Krieg das aber hin. Oh, das ist super.
Zombie so ins Wasser gelaufen? Mr. Zombie, hier oben! Okay, die Horde ist weg. Ich kann nichts mehr tragen. Ich versuche auch gerade. Gut, dann haben wir die Stadt fertig, Feli. Wahrscheinlich sind mittlerweile schon wieder Sachen nachgespawnt. Aber das wollen wir gar nicht wissen. Oh, guck mal hier. Wir waren doch in dem Haus drin und haben unten immer Krach gehört. Guck mal hier. Die sind hier. Hier war kein Gang. Aber hier ist jetzt ein Keller. Ja. Da sind die einfach durch. Krass. Das ist meine Baumschule hier, also Schule, und davor steht, dahinter steht ein Baum. Ja. Das ist ein richtig gruseliger, dichter Wald. Das Schwein findet saugeil. Der Zombie findet es auch nicht schlecht. Keine Zombies in meinem Garten, bitte. Danke. Ach, gleich zu Hause. Kann ich jetzt vielleicht endlich Honig essen? Oder noch nicht. Ich bin auf 111 Grad, schön. Kommt. Dann beeil dich, bevor du hier zu warm wird. Ich kann mich nicht wirklich beeilen. Meine Ausdauer ist dauerhaft auf Null. 120 Grad. Ja, dann zieh dich mal aus, Junge. Gleich mach dich schnackig. Komm die Leiter nicht hoch. Zweimal hinterdrücken, zweimal ja, ändert drück. Nichts. Oh. Was? Ich sterbe gerade vor Hitze. Sieh was aus, schmeißt einfach auf den Boden. Ich verliere trotzdem Energie wie irre. Komisch. Ich nur durch die Leiter hoch. Ich mache was ich will. Tja, ich lebe jetzt hier unten. Es ist draußen jetzt fast dunkel. Ich gehe jetzt mal raus und probiere mein Nachtsichtgerät aus. Wünsch mir schön sterben. Ja, mal gucken. Ach ne, warte, F. Ja, okay. Also oben und unten ist vertauscht. Also wenn ich nach oben gucken will, muss ich nach... Ach ne, muss ich nach oben gucken, genau. Nach unten muss ich nach unten. Ich muss nur umdenken. Nur links und rechts ist halt ein bisschen... Oh Gott. Guck mal, wenn ich jetzt nach da will... Vor allem ist es halt unglaublich verpixelt. Wie soll ich denn damit... Da fehlt... Mir wird ein bisschen seltsam. Ich wette, ich kann so nicht mal einen Baum schlagen. Das ist seltsam. Das ist sehr, sehr seltsam. Also wer so einen Zombie-Schlacht schafft, der hört es aber auch aus. Oh, jetzt ist Nacht. Wo geht's rein? Ach, da. Oh Gott. Nee, das Ding kommt in die Kiste. Ich hab's ja nur gut gemeint. Ich weiß, es ist ja auch gut gemeint. Aber... Wenn du noch einen kleinen Moment brauchst, guck ich mal in die Welt. Ich versuch's zumindest. Er ist vom Dach gefallen? Warum ist er vom Dach gefallen? Wie ist das eklig? Was? Naja, dieses... Die Sicht? Ja. Er ist göttlich, ne? Ich komm überhaupt nicht klar, ey. Sehe ich denn tatsächlich mehr? Ich meine, sowas sehe ich ja eh. Ja, doch, ein bisschen mehr sehe ich tatsächlich. Ich glaube, man könnte sich dran gewöhnen. Noch 3-4 Mal übergeben. So, guck hier, und wenn ich jetzt diese Tür öffne, dann dreht sich die Welt. Welt, wie sie mir guck gefällt. Hier. Oh, warte, jetzt weiß ich gar nicht. Was war doch, die Dinger sind noch da. Oh Gott, ich laufe jetzt so zur Schule. Süden. Oh Gott, hör mir auf, mir ist schlecht.
Muss. Ich brauche eine Karte. Doch, ich laufe genau in die richtige Richtung. Gut. Ich hole jetzt so Wasser. Ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass es 3:30 ist. Und die Sonne schon aufgegangen. Okay, wir lassen das. Ich kann mal versuchen, so einen Zombie zu töten, denn da vorne ist einer. Ich sehe den ja kaum. Guck mal. Nee, steht wieder auf. Aber ich habe ihn getroffen. Da. So. Ja. Ich glaube, ich habe ihn erledigt. Er steht schon wieder auf. Ist ein bisschen laut. Also, Zombies jagen mit dem Nachtsichtgerät. Würde ich jetzt nicht unbedingt als Merkmal in die Amazon-Beschreibung geben. Das sind wieder 2 Hunde. Wir können versuchen, ob wir die Felsen hier hochkommen. Feli, komm mal her. Ja, das klappt. Bist du da? Okay, und jetzt greife ich die Hunde an. Wenn ich sie noch sehe. Du stehst genau da. Ich gehe ein bisschen höher hier. Ah, da ist er. Oh, das war ein schöner Schuss. Ja, der ist direkt umgefallen. Da ist er, bei dem Zelt. Den zum Auto. Rute den Zombie. Der Hund läuft jetzt irre. Aber ich sehe 2 Hunde mindestens. Also der Hund dreht durch, aber weiß nicht, wo ich bin. Okay, der eine kommt hier links um die Ecke, genau. Aber der weiß immer noch nicht, wo wir sind. Ich bin auch in der Hocke. Ich nicht mehr. Aber trotzdem nicht. Okay, einer ist, der hier rüberkommt, ist tot. Ist aber auch hektisch. Ich gehe rüber. Wieso wird das nichts? Ich warte hier oben, ob es auch ist. Ich bin jetzt auf dich fixiert. Hast du dich gebissen? Ja. Da ist auch noch einer. Der kommt auf dich zu gerannt. Ich komm jetzt auch. Das ist ja blöd, wenn wir uns beide beißen lassen, weißt du? Das ist ja schwachsinnig. Ja. Gut, hier ziehe ich mich erstmal um. Schuhe. Diesmal mit Hose. Ich habe sogar ein Hemd eingepackt. Und eine Jacke, damit ich nicht mehr ganz so affig aussehe. Pass auf, gleich, ich sehe es kaum, gleich schwitzig. Jacke. Wie sehe ich denn jetzt aus? Ich sehe gruselig aus. Oh, ich bin 76 hoch. Oh, da ist ein Haus. Okay. Hier ist ein Geschäft und oh, Zombies. Und jetzt war nicht nur einer. Das ist hier 1, 2, 3, 4, 5. Holzfäller Zombies. Sie sehen mich noch nicht. Und ein Hund. Oh, oh, der Hund ist doof. Erstmal den Hund. Ja. Ich versuch's. Der kommt doch angelaufen, glaube ich, oder? Nee, ja, noch nicht so richtig. Wir sind immer noch. Ich bin immer noch unentdeckt. Lauf mal nach vorne, um den Hund zu locken. Jetzt habe ich ihn angelockt. Er kommt. Rechts, rechts, rechts. Ist down, ist down. Vorsicht. Oh, die sind aber fies. Oh, Hilfe. Oh, ich muss. Komm da weg, komm da weg. Oh. Hast du einen Verband für mich? Schmeißt mir noch Boden? Ja. Hier. Nein, das war ein Pickaxe. Oh, verdammt, ja. Da. Verband, Verband. Du hast mir keinen Verband hingeschmissen. Ich hab ihn nicht mehr, also muss er da liegen. Ah, jetzt habe ich ihn gefunden. Ach, so eine Bandage. Na toll, ich habe noch ohne dieses Kreuz gesucht. Vorsicht, die sind immer noch unterwegs. Ja, ich sehe es. Einen habe ich, beziehungsweise 2 mittlerweile, glaube ich. Oh, die sind schnell. Ja, sind sie. Oh, oh. Verwirr den ein bisschen. Okay, ich hab einen umgehauen. Ich bin gleich wieder zu Hause, soweit bin ich zurückgegangen.
Hinter dir. Alter, die sterben nicht von einem Armbrustkopfschuss. Wenn es da oben kleine Äxte gibt, dann lache ich aber. Also. Okay, hier ist eine Tankstelle. Tankstelle ist das. Okay. Ich dachte, es wäre ein Holzfäller-Fanshop. Ja, das dachte ich eben auch. Ganz wichtig, nicht auf die Gas tanken. Die Gas, auf die Benzinpumpen schießen. Kabum, kabum. Nochmal anklopfen. Im Garten ist ein komischer Spider-Zombie oder so. Okay. Ja, ist einer. Oder? Weiß nicht, er bewegt sich. Oh ne, es ist ein großer. Warte, der dürfte das gleich haben, das traue ich ihm zu. Oh ja. Okay, ist tot. Weiß nicht, ob mir kalt ist. Warte. Mir kalt? Geh mal in dich und find es heraus. 71. Meine Temperatur. Wenn sie nicht fallen, das ist doch alles gut. Oh, Militärlager. Cool. Okay, ich habe Platz für Minen. Ich mach mal einen Rundumlauf. Ich fange mal an dieser Ecke an. Oh, da drin sind Zombies. Die haben mich noch nicht gesehen. Ich versuche mal was. Militärzombies? Nein. Oh, ich verstehe. Ich dachte, du hast Zombies entdeckt, die du noch nie gesehen hast. Nein, ich dachte, ich könnte die unauffällig töten, aber... Wow! Leck mich doch nicht so. Sag, das ist ein Zombie, ey. Oh, das könnte sein, dass der eine Mine latscht. Ist dabei nicht gestorben. Ach, du bist auf der anderen Seite. Gut. Kennt das schon, das ist sein Hobby. Bandage. Oh fuck, der lebt noch. Okay. Was denn hin? Ich komm klar, ja. Wir haben keinen Toten hier. Keine Toten für Daddy heute Nacht. So, die meisten Zombies dürfen weg sein hier. Was ist los? 2 Feuerwerks. 545 und 600. Feueräxte. Hm. Ich krieg's auch mit. Gut. So, sammle ich jetzt weiter Minen. Wenn du von der anderen Seite gekommen bist, sollte denn jetzt eigentlich erstmal weg sein. Oh. Das ist ja fies. Guck mal, du kannst hier die Leiter hoch, aber darunter sind diese Dinger. Ui. Die klopfe ich mal weg. Hm? Oh, hier ist ein Schneemann. Mit Magnumteilen, die bringe ich dir mit. Oh, man kann das Tarnnetz auch aufheben hier. Ah. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Sieht gut aus. Dann lass uns mal zum Weg zurück. Das war nicht die Richtung, sondern die. Genau. Katz! Alter, hab ich mich erschreckt. Alter, hab ich mich erschreckt. Ja, das war deine Seite. Du hast rechtsrum Sau gesäubert. Hier, guck, du hast den ganzen Baum vergessen. Oh, hier liegt ein Rucksack. Den loot ich aber noch. Schönes Lager hast du hier. Jetzt mal Bescheid sagen können, wäre ich vorbeigekommen. War bestimmt gefährlich hier, oder? Muss aufpassen mit den Minen. So, lass uns jetzt mal hier... Weiter? Willst du noch gucken, wo das Schneegebiet... Obwohl, guck mal, das Schneegebiet ist hier unten auch. Ist ganz schön lang. Die sind voll. Ich wollte eigentlich den Weg nur noch weitergehen, ein Stück. Oh Gott. Oh Gott. Das ist so ein Sägewerk, das ist mit Sicherheit was Größeres hier. Was
erstmal draufklettern und scheinbar einen Überblick verschaffen. Mach das nicht zu Hause nach, die rollen weg. Hier sind Häuser in der Mitte. Oh, zomp, zomp. Okay, einer weniger. Kommt der hier drauf? Ich weiß, oh nicht, ja. Ist genau bei dir. Da sind 1, 2, 3, 4 Zombies. Mhm. Ich nehme gerne ins Visier, aber ich möchte gerne gucken, ob bei mir auch einer ist, damit er nicht von hinten mich angreift. Ich brauche meinen Bogen, damit kann ich besser umgehen. Helikopter, oh. Vorsicht! Der andere steht wieder auf. Oh, Vorsicht. Alter, wie der springt! Ich gehe runter vom Baum. Also der ist schon, müsste angeschlagen sein. Ist er tot? Okay. Jetzt. Aua! Sag doch, dass da einer neben mir steht. Entschuldigung, ich hab grad geguckt, ob von da einer kommt. Das andere Mädchen. Da oben steht einer. Der steht gleich wieder auf. Vorsicht, der von oben kommt. Alter, die sind hart, die Jungs. Was hab ich gesagt? Die sind die härter als die anderen Zombies. Ne? Jetzt stirbt doch endlich. Der ist tot. Okay, dann spackt er noch rum. Oh, hier sind 600er Minibike-Räder. Muss nach Hause gehen und dann wieder hierher kommen. Jetzt nach es ist schon Tag 28. Dann machen wir das halt nachher. Okay. Das klingt überhaupt nicht gut. Die sind überall hier im Haus. Im Haus? Ja, im Haus! Ja. Ich weiß nicht, was vieles da macht, aber... Ich hab gar nichts gemacht. Meinst du, die spawnen hier drin? Wenn die jemand sieht, kann es sein, dass die spawnen auch, ja. Großartig. Danke dir. Ich hab ein Problem, es wird nicht ordentlich angezeigt. Guck mal hier. So kann doch kein Mensch arbeiten. Wir müssen sind wir ganz oben? Die ja, auch. Die kam aus unserem Lager, oder was? Ja, ja, ich auch. Ich weiß. Okay. Ich glaube, heute übernehmen sie die Bude. Ich wollte da gerade rein. Mich in Sicherheit bringen. Und auf einmal kamen wieder die Zombies entgegen. Die übernehmen hier gar nichts, ihr Schweine. So, das Haus scheint wieder sicher, wenn ich das richtig sehe. Da steht die Lupe oben auf. Ist doch scheißegal, es kommt nämlich so keiner hoch. Wo kamen die denn her? Ich verstehe nicht, wie die aus diesem Zimmer gekommen sind. Die waren Zombie, den habe ich noch nicht gesehen, seitdem ich das Spiel ewig. Ich werd grad vollgekotzt. Wieso spawnen Zombies hier in der Wohnung? Warum nicht? Ey, Fettsack. Ist ja nicht verboten. Doch? Ja, von dir, aber nicht vom Spiel aus. Er stirbt irgendwie, du Fettsack! Ja, der explodiert jetzt. Du bist am gleichen dran. Nein. Wo bist denn du? Oben am Dach. Achso, ich bin unten. Hier ist überhaupt keine Barrikaden mehr, keine Stacheln mehr. Alter. Ich habe keine Munition mehr, ich muss mal kurz hier rein. Was ist das für ein Zombie, Alter? Ja, jetzt kommt auch ein Hund. Das war boom. Ja, genau dafür habe ich sie dabei. Für die Spackomaten hier. Komm mal wieder raus. Auch diese blöden Bienen kommen jetzt auch, ne? Genau, komm mal raus. Oh, wir können uns gegenseitig ein bisschen decken. Die sind schon länger da. Ja, diese großen Zombies halten ganz schön was aus, so.
Ja, ja. Oh, daneben. Oh, endlich hab ich das richtige Gesicht. Nein! Säure! Ah, zappelt doch nicht so rum, ihr Viecher! Ach, nehm ich wieder Brust. Legst du dich jetzt bitte mal jetzt hin? Jetzt wackelt doch nicht mit dem Kopf, wenn man nach unten nicht schießt. Okay. Lebst du überhaupt so? Ich glaube, jetzt ist er tot, aber da hinten sind noch einige mehr, komm. Nee, der lebt noch. Der lebt noch! Hallo? Wie viele Kopfschüsse brauchst du denn noch? Der Große lebt immer noch? Hallo. Ich schieße die ganze Zeit auf den, ich krieg trotzdem nicht klein. Wieso auf dem richtigen? Au. Ah! Kacke. Jetzt sehen wir gleich nichts mehr. Hallo! Im Dunkeln kannst du es vergessen, die zu bekämpfen. Warum bist denn du? Tja, war ein schönes Spiel mit euch, sag ich schon mal. Was ist denn das für ein... Warum leckt mir das jetzt auf einmal so wie... Alter, wie viele Zombie das sind. Das sind die zerkloppen und verderben das Haus. Der ist sogar so verbrannt, ja. Ich gehe rein, weil der ist zu OP. Hans vergessen, der zappelt nur rum, ich schieß und schieß. Ja, dann hilf mir doch wenigstens hinten am Haus. Nein. Ich schieß ja auch schon die ganze Zeit hier. Irgendwie jetzt mal heilen muss. Die Kacke ist, wir haben Nachtsichtgerät gefunden, aber dadurch siehst du alles auf dem Kopf. Ich glaube, wir müssen das aussitzen. Diese großen, die kriegst du echt nicht klein. Ich brauche Munition, ich brauche eine Pistole oder so. Oh, ich habe so ein OP-Fratze da getötet. Vorsicht. Ich glaube, das muss ich zensieren. Ach, Dodger ist draußen. Er bewegt euch doch nicht immer so, dann werfe ich gar nichts. Du hast eine Fernkampfwaffe, Dodger, das weißt du, ne? Alter, wie das Haus aussieht. Okay, ich hol Holz. Ich will's nicht wissen, das bricht zusammen gleich, oder? Nein, das nicht. Sie haben schon ganz gut reingeknabbert. Naja, so schlimm schaut es auch wieder nicht aus, wie du denkst. Ach ja, übrigens, Leute, das gesamte Haus, das gesamte Erdgeschoss ist jetzt ein Block. Wir haben alles zugemauert, also wirklich gefüllt. Komme ich nur über diese Zacken rüber. Ich habe nichts dabei, was mir irgendwie helfen könnte. Hinter dir steht ein Wald. Obwohl, außerdem... Moment. Ich glaube, die Jacke ist nicht für mich geschnitten, oder? Irgendwie guckt das Hemd da durch.